aber einfach um zu sagen, wie sich in diesen Wörtern dieses nicht ganz kleinen Berufsstandes die Welt widerspiegelt und was man dennoch in diesem Korsett dieser verschiedenen Bezeichnungen dann noch Unterschiedliches machen kann. Durch die Rolle zu provozieren, das möchte ich gerne ein bisschen weiter teilen. aber das zur Klarheit dient. Also mit verschiedenen Worten habe ich kein Problem. Jeden Tag habe ich ganz verschiedene Worte, die mich beschäftigen und muss bloß immer gucken, was ist eigentlich der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Worten. Das muss man ja auch den Zeitungslesern erklären. Wobei mir schwindelig wird, muss ich sagen, das ist Ihre Euphorie über Open Source in Bezug auf Wissen. Es gibt seit Jahren in Deutschland Urheberrechtsdiskussionen. Es gibt viele, die sagen, das wird durchs Internet obsolet, wird abgeschafft. Übrigens gab es im 14. Jahrhundert auch kein Urheberrecht, also das ist ein Zustand, den wir schon mal hatten. Also wie gesagt, mir wird schwindelig. Möglicherweise wird das sowieso kommen. Ich weiß gar nicht, ob es sinnvoll ist, darüber zu diskutieren, ob wir das wollen oder nicht. Aber es gibt heute, gerade in dem Bereich Internet, der Content des Internet heute wird geliefert von Leuten, die auf andere Weise in dieser scheiß kapitalistischen Ökonomie ihr Geld bekommen oder vom Staat. Auch Wikipedia lebt von denen, die an Universitäten vom Staat alimentiert werden und die Zeit haben, sozusagen, oder Freizeit sich nehmen, um dieses Wissen zusammenzutragen. Wenn man das so radikal denkt, weiß ich nicht, was mit dem Inhalt dessen ist, was wir in dieses schöne Open-Source-Netz stellen können. Ich möchte noch auf was Zweites verweisen. Der Buchdruck wurde erfunden als Massenproduktion, wurde heute auch sehr kritisch bezeichnet, das Wort. Also es war sozusagen Erfindung von Massenproduktion im Zusammenhang mit Geldwirtschaft. Da haben Leute die Idee gehabt, Bücher zu drucken, nicht weil sie wussten, wer sie lesen will, sondern weil sie dafür Geld kriegen konnten und sie auf einen anonymen Markt geworfen, um damit Geld zu verdienen, die Kosten wieder reinzubringen. Das heißt, der Buchdruck ist ein Urbeispiel für kapitalistische Vertriebslogik auch. Und unser ganzes neuzeitliches Wissen wäre nicht vorstellbar ohne diesen Buchdruck. Also ich warne davor, da zu schnell zu schöne Utopien zu malen. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt, wird es komplizierter. Ich möchte eine zweite Sache sagen, Homo economicus, ich glaube kein Anthropologe spricht von Homo economicus, das ist selbstverständlich Unsinn. Der Mensch hat egoistische Interessen, aber er hat auch altruistische Interessen immer schon gehabt, gibt sogar in der Tierwelt. Man muss sich, wenn man die gesellschaftlichen, als Soziologe sozusagen, die gesellschaftlichen Formen sich anguckt, in denen dieser Altruismus ausgelebt wird, dann sieht man, dass die Hauptform die Familie ist. Also selbstverständlich gibt es, jeder Mensch hat einen Bereich, in dem er altruistisch ist, in dem er auch beiträgt, ohne zu tauschen, nämlich die Familiäre. Früher vielleicht die Großfamilie oder die Sippe. Das ist sozusagen das Prinzip der Gesellschaft von Verwandten oder von Freunden. Hat es immer gegeben, dass die Herausforderung für den Menschen ist, der eigentlich für diese Gesellschaft in der Sippe emotional auch sozusagen ausgestattet ist, die Herausforderung ist in einer Situation, wo man auch mit Fremden nicht nur als Feinden umgeht, eine Beziehung zu Fremden zu entwickeln. Also die Sippengesellschaft ist gegenüber jedem Fremden feindlich. Der ist außen, der wird bekämpft und so weiter. Da gibt es auch eine ganz andere Moral als in der eigenen Sippe, in der eigenen Freundschaftsgesellschaft. Die Frage ist, die sich in der Neuzeit gestellt hat und der Entwicklung der modernen Gesellschaft, wie kann man Strukturen schaffen, in der eine Gesellschaft der Fremden möglich ist. Und jetzt, ich will das nicht weiter ausführen, da können Sie, wenn Sie Lust haben, können Sie in der Soziologie viel drüber lesen. Immer wieder hat es Versuche gegeben, das ist emotional auch begründet, von den Menschen, sich möglichst große Reservate von familienähnlichen Strukturen zu sichern oder Strukturen familienähnlich zu interpretieren. Zum Beispiel die ganze Parteiloyalität, die es gegeben hat über Jahrzehnte, ist ein Versuch, Familienbedürfnisse zu projizieren auf eine Parteistruktur. Das hat es immer wieder gegeben und auch in diesen Bewegungen, jetzt Common Towns oder Alternativbewegungen, wie auch immer, kommen diese Bedürfnisse zum Ausdruck. Das ist wunderbar und der Mensch kann gar nicht anders leben. Und die Bedingungen, die heute neu sind, sind vor allem ja, dass die Familie ziemlich zerfallen ist und dass in der Single-Gesellschaft diese Bedürfnisse gar nicht in Familienstrukturen in diesem Maße ausgelebt werden können, wie das vor 50 Jahren vielleicht der Fall war.
Aber die Frage ist doch, wie kann man eine Gesellschaft konstruieren nach diesen Prinzipien des Austausches unter Freunden und nach diesen familiären Prinzipien? Wie kann man eine Gesellschaft der Fremden bauen, wenn die muss anders funktionieren als diese Freundschaftskreise? Und diese Frage stellt sich in allen Kommuneprojekten. Ich habe eben nicht gesagt, dass man nur nach dem Scheitern gucken muss, man kann sehr viel aus Scheitern lernen, es gibt auch erfolgreiche. Das Bremer Lagerhaus ist zum Beispiel so ein erfolgreiches Alternativprojekt oder Kantonprojekt, wie Sie wollen, mit sehr großen Impulsauswirkungen auch auf die Stadt und macht die Stadt absolut lebenswerter, als sie ohne das die ganzen Impulse gewesen wäre, das ist völlig klar. Aber diese ganzen Projekte setzen sich auseinander mit der Frage, wie kann man die emotionale Moral, trägt ihnen gerne bei, ohne was eintauschen zu wollen, wie kann man die familiäre Emotionen übertragen auf größere Gruppen, die nicht Familie sind. Das ist das Problem und da kann man, finde ich, sollte man sich nicht drüber wegschwadronieren und an der Stelle ist die Diskussion wirklich in den letzten 20 Jahren immer wieder und ich habe nicht gehört, dass die Kanton-Debatte da irgendwie einen neuen Gedanken zu beigetragen hat. Ebene wichtig ist und die Transparenz da auch auf kommunalpolitischer Ebene wichtig ist, aber darüber können wir vielleicht auch noch reden, aber ich würde trotzdem jetzt gerne nochmal der Dorothee das Wort geben. Also die Frage war ja ursprünglich, ob wir erst der Vielfalt an Begriffen gehen. Genau, das sind zum einen die Begriffe, aber auch quasi das Thema an sich. Und ich komme jetzt vom Radio, ich arbeite bei Radio Bremen und klar sein, dass man das auch, wenn man was anderes macht, noch nebenbei verstehen kann. Wenn ich da aber mit Begriffen arbeite, die quasi in der Wissenschaft völlig normal sind, dann hänge ich aber draußen die Leute damit ab. Und in 40 Sekunden würde ich es eigentlich nicht mal schaffen, die Begriffe zu erklären. Müssen Sie uns mal eine Chance geben. Deswegen, also für solche Sätze in 40 Sekunden könnten wir lesen, oder? 40. Die Zeit läuft. Zeit ist gleich auf, wenn wir noch Also, unter einer Postwachstumsökonomie versteht man eine Summe von Versorgungssystemen, die nicht darauf beruhen, dass das Bruttoinlandsprodukt weiter wächst. Es gibt vier Gründe dafür, dass weiteres wirtschaftliches Wachstum für das 21. Jahrhundert keine Option mehr sein kann. Es gibt kein ökologisch neutrales wirtschaftliches Wachstum. Die Glücksforschung weiß zu berichten, dass nach Erreichen eines bestimmten materiellen Wohlfahrtsniveaus ein weiteres Wachstum desselben nicht dazu führt, bringen Sie mich hier aus dem Konzept, ja, nicht dazu führt, dass die Menschen glücklicher werden. Die sogenannte soziale Logik des Wachstums, nämlich dass Wachstum Armut verringert und Gerechtigkeit schafft, ist hochgradig ambivalent. Und die Ressourcengrundlagen. Ich war noch nicht bei. Ich habe noch keine. 40 Sekunden. Und ich habe. Moment. 40 Sekunden, Entschuldigung. Dorothee hat mitgestoppt, aber. Aber Ihre Demonstration war. Ihre Demonstration war überzeugend, wirklich? Ja. Sie war überzeugend. Aber die andere, die Frage jetzt gerne noch. Fangen Sie. Kann man das zu dem Radio bringen? Nein. Hätten Sie ausgeschaltet? Ich habe es jetzt unterbrochen, Sie wollten noch was sagen. Ist okay? Silvia hat gesagt, sie will das mit den 40 Sekunden auch probieren. Jetzt geht's los. Schatzi? Dann brauchen wir eine Stoppuhr. Ja, darf ich noch mal 2 Sekunden nachdenken? Okay. Also. Die Idee der Gemeingüter ist eigentlich ganz einfach, alles das, was wir zur Verfügung haben, so miteinander zu nutzen, dass wir es auch morgen noch haben und dass wir alle das Gefühl haben, es ist unseres und es wird auch unseres bleiben, egal ob das Wasser und Wald und Land sind oder die Zeit, Spielregeln, soziale Räume, Parks und Gärten. Es waren keine 40 Sekunden, sondern 20. Das fiel doch nicht ein einziges Fremdwort. Ja, ich muss sagen, ich bin schon mehrfach im Radio gescheitert und daraus habe ich lernen müssen. Das war eine bittere Erfahrung. Jetzt haben wir hier noch was absolut Ungeplantes gemacht, aber es war jetzt auch sehr okay. Und jetzt möchte ich wirklich gerne ins Publikum gehen und ich möchte Sie bitten,
einerseits auch Fragen zu stellen. Es sind heute zwei, ein Experte, eine Expertin da für Gemeingüter, für Postwachstumsökonomie, die man auch nicht jeden Tag hat. Und auf der anderen Seite aber auch durchaus ihre Erfahrungen einbringen, aber mit der Bitte, wirklich auch daran zu denken, was heißt das für Kommunalpolitik, für, Sie wohnen ja alle in Städten, in Gemeinden, für Ihr tägliches Leben. Und jetzt würde ich gern zumindest ein paar Fragen einmal sammeln aus dem Publikum oder Fragenbeiträge. Das Projekt konkret in die heutige Gesellschaftsanalyse einordnet. Da wird immer ganz, mit ganz allgemeinen Worten gesagt, Krise, Krise, Krise. Wir haben Veränderungen, die sind ja teilweise auch deutlich geworden, wie sich das da einführt. Das zweite ist, wie die Bedingungen diskutiert werden, die ja nun soziologisch nicht machtfrei sind. Hier wird ja so getan, dass das machtfreie Räume sind, wie man das implementieren kann. Und das dritte ist, wie setzt man eine bedürfnisorientierte Gesellschaft um? Wer bestimmt eigentlich, was die Bedürfnisse sind? Eine Frage, und zwar, wie kann man die Stadt Wohnen hier gestalten? Meine Ideen wären, wenn man eine ökologische Stadt möchte, ist es möglich, dass man die Häuserwände begrünt, um die Klima, diese Überhitzung in den Innenstädten zurückzunehmen. Das war schon mein Thema in den 70er und 80er Jahren. Zweitens finde ich, die alten Sachen von damals, die gut gelaufen sind, mit dem neuen Nützlichen zu verbinden, ob das geht, Analyse von damals zu jetzt. Und drittens, wie kann man es umsetzen auf politischer Ebene? Die Fragen waren ohnehin groß genug. Die Einordnung in den aktuellen gesellschaftspolitischen, soziologischen Diskurs, die Machtfrage. Und ich denke, ja, wie kann man es politisch umsetzen, hängt auch mit der Machtfrage zusammen. Aber auch dieses Alt und Neu verbinden, ich glaube, da ist sehr viel Potenzial drinnen. Wer möchte anfangen? Ja. Ja, ich kann anfangen.